So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Es ist irgendwie mitten in der Nacht. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Und was macht man, wenn man nicht schlafen kann? Richtig. Man quält sich einfach mit Super Mario Maker Kram. Und wie quält man sich am besten mit Super Mario Maker Kram? Richtig. Man sucht sich einen Kommentar raus, den der YouTube-Algorithmus als Spam gekennzeichnet hat, weil er von einem Spanier geschrieben wurde und deswegen alles auf Spanisch war und YouTube das dann wohl nicht erkannt hat. Oder keine Ahnung, warum es als Spam gekennzeichnet ist. Aber mir hat ein Spanier geschrieben. Wo ist der Kommentar hin? Moment. Moment, ich hatte den Kommentar gerade noch offen. Das heißt, der muss doch hier im Verlauf noch zu sehen. Da. Und sonst hätte ich auf Twitter geguckt, habe ich ihn als Bild gepostet. Er hat geschrieben, quasi übersetzt, irgendwie, dass nur, also dass das zu 99% unmöglich ist, diese Level zu spielen. Vielleicht sind die auch nicht von ihm, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich am Namen sehen. Aber ich habe jetzt gerade einfach richtig Bock, mich zu quälen, weil ich glaube, dann bin ich aus Frust einfach so müde, dass ich einfach ins Bett falle und trotzdem einschlafen kann. Das ist ein super Plan, wie ich finde. So. Hinfecto. Das könnte tatsächlich sein Dings sein, weil er heißt auf YouTube Ludando con Hinfectus. Und er sind also vier Level. So, was haben wir hier? 1,44, 0,83%. Ja, let's go. So. Tortura para tus manos. Genau, so steht's da auch. Dann gucken wir mal, ob es so ein Tortura. Oh, hi! Okay. Okay, die brauche ich ja nicht, also ist ja keine Zielbedingung, dann können wir die auch liegen lassen. Übersetzt heißt das irgendwas wie, irgendwie so viel wie, ich öffne mal ganz kurz mein Twitter, da habe ich nämlich die Übersetzung gepostet. Ach ja, Folter für deine Hände. Tortura Dingsbums ist Folter und sind dann Manos die Hände oder keine Ahnung, egal. Warum es Folter für die Hände ist, werden wir noch sehen. Bisher ist es keine. So. Oh, da kommt sofort ein Checkpoint. Das ist ja super nett. Wow. Also bisher sehe ich hier keine Folter. Aber wir werden sehen. So, easy. Easy going. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich einfach Englisch reden, damit der Typ mich versteht. Als ob er das gucken würde. Aber egal. So. Ich gehe halt mal davon aus, dass der einfach unter jeden Kommentar und unter jedes Maker-Video irgendwie was schreibt. Und dann halt, also, ne, der hat einfach so seinen Standardkommentar und sieht bei, guckt einfach, wer so Maker-Kram spielt. Oh Gott. Und guckt einfach, wer so Maker-Kram spielt. Und dann geht er dahin und. Ja, ne? So halt. So, wie mache ich denn diesen Sprung da jetzt? Ich meine, das Springboard ist wahrscheinlich in etwa da, wo es sein soll. Komme ich da jetzt tatsächlich? Oh mein Gott. Also weder ist es relativ einfach, das Springboard in diesen Bereich reinzuwerfen, noch dann. Ich glaube, da muss ich mit Anlauf dann rüberspringen. Kann das? So irgendwie. Oh je. Ich hoffe, da kommt dann ganz schnell der nächste Checkpoint. Wenn das so freundlich ist, dann cool. Wenn nicht, dann nicht so cool. Yes! So. Wir sind ganz ruhig. Okay, was kommt da unten?
Okay, okay. Einfach nur rennen. Einfach nur rennen. Einfach nur P-Switch-Kram. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Okay. Oh mein Gott. Oh Gott, das fährt weiter. Okay. Uiuiuiui. Okay, alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Übrigens, ich habe keine Ahnung, warum der Part... Keine Ahnung, welche Nummer es war, plötzlich asynchron war. Ich hab so eine Ahnung, wie ich es schaffe, dass manches plötzlich asynchron ist, obwohl die Aufnahmeeinstellung die gleiche ist. Es ist nämlich bei allen Parts, die asynchron gewesen sind, so gewesen, dass ich im Video vorher im Menü von der Switch war. Und dann, aus irgendeinem Grund, ist dann plötzlich asynchron. Das war bei Dings so, bei, oh mein Gott, bei dem Zelda-Musikspiel, ich glaube, Cadence of Hyrule, da war das so, da bin ich von Mario Maker, von der Mario Maker-Aufnahme praktisch, ins Menü, dann ins Spiel rein und das Spiel war asynchron, so. Und die Aufnahme von Part, ich glaube 93 oder sowas, beginnt, dass die Switch ein Update macht. Und dadurch bin ich vorher im Menü und gehe dann in das Spiel. Und dieser Part ist aus irgendwelchen Gründen asynchron. Alles, was danach kommt, ist es nicht. Also anscheinend darf ich nicht aus dem Menü ins Spiel, weil dann irgendwie der Ingame-Sound verzogen wird bezüglich der Aufnahme. Keine Ahnung, ob das der Grund ist oder ob es einfach nur Zufall ist, dass ich da bei beiden Malen im Menü war. Aber es ist eine... Es ist eine... eine Ähnlichkeit, die halt aufgefallen ist. So, jetzt gehen wir hier... oh Gott, okay, alles klar. Huiuiuiui. Aber bisher ist das noch alles im Rahmen. So. Ja, das wird nämlich auch hier Stück für Stück immer besser. Ich bin nur froh, dass die 50er-Münzen keine Pflicht sind einzusammeln. Ich glaube, dann wäre es raus. Dann wäre hier vorbei bei mir. Wenn man die einsammeln müsste, wäre es bei mir... Oh mein Gott. Wär's bei mir vorbei. Das war... interessant. Ich würde ja wieder behaupten, mein Pro-Controller braucht bald wieder eine Aufladung, aber das hatten wir schon mal. Da habe ich nachgeguckt und dann war das nicht der Fall. Und das ist jetzt nicht so lange her, also wird er jetzt nicht plötzlich so viel leerer geworden sein. Yes! Ah, es klappt immer besser. Da bin ich doch. Da sehe ich mich. So. Hopsi, hopsi, hops. Hopsi, hopsi, hops. Hui! Das war fast zu spät, aber es ist okay. Hat noch funktioniert. So, und jetzt springen wir einfach da hoch. Und jetzt hüpfen wir da. Ho, ho! Was hätte ich tun sollen? Muss ich den aufsetzen oder mitnehmen? Verdammt. Ich weiß es jetzt leider noch nicht, ob ich den aufsetzen muss oder mitnehmen. Wir werden es aber gleich rausfinden, weil ich sollte jetzt bis zu der Stelle auf jeden Fall wieder kommen. So. Hopp, 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 hopp. Flop. So. Ja, aber was mache ich denn dann? Bisher sieht es so aus, als ob ich ihn einfach nur erstmal mitnehme. Ich hoffe, dass wenn ich ihn aufsetzen müsste, ich das rechtzeitig... Ah, das reicht nicht. Ich das rechtzeitig sehen würde. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht sollte ich einfach mal hier... Hat jemand die Heizung aufgedreht? Es ist gerade echt warm. Das kann eigentlich nicht sein. Eieiei.
Gut, ich dachte ver... Okay, dann halt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich dachte fast, ich springe zu weit. Aber es hat gepasst. Leider habe ich danach gepatzt. Ja, so habe ich das vor, so habe ich das gerade gedacht. Genau so. Aber dies vorhin ging's und jetzt ging's gerade nicht. Oh. Doof. Ach, jetzt komm, jetzt mache ich das schon wieder. Hat doch gerade immer funktioniert. Aber also die Folter für meine Hände ist das jetzt noch nicht. Na, das geht alles noch in Ordnung. Oh, das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Wenn ich da jetzt nicht mit Anlauf rüberkomme. Ja. Also man muss eigentlich das Springboard ein bisschen weiter als diesen Block setzen. Oh, das ist zu weit. Das war jetzt zu weit. Da muss ich... Ja. Das war nicht mehr zu regulieren. Es muss ungefähr so an dem rechten Torbogen sein. Ja, ungefähr so. So ist... Ach, jetzt habe ich aber den Schwung raus. Na, es reicht nicht. Sag ich ja. Wo ist eigentlich meine OBS-Anzeige? Ich muss doch gucken, ob wir aufnehmen. Wir nehmen auf. Schade. Ah. Kann man das nicht irgendwie neu spawnen lassen, ohne sich umzubringen? Ja. Eieieiei. So, das liegt jetzt mal wieder richtig gut. Und jetzt kommen wir bitte auch mal wieder durch. Dankeschön. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht anfangen, wie ich da hier ewig. Nein! Nicht gut. Hopp, 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 hopp. Sehr schön. So, jetzt kommen wir mal wieder dahin. Nein, kommen wir nicht. Warum mache ich das denn? Warum mache ich das? So. Hopp. Yes. Okay. So, besser. Hopp. Nein, warum? Es kann doch nicht... Das ist so eine große Plattform. Wie kann ich denn da jetzt wieder abrutschen? Ah. So, jetzt klappt das hier wieder ganz gut. Es ist... Ich verstehe nicht, dass ich da unten so struggle. Es ist eigentlich nicht schwierig. Ich verstehe nicht, dass ich da so struggle. So, jetzt gehen wir erstmal weiter. Ich setze ihn jetzt auf. Keine Ahnung. Oh no. Oh nein, die muss da rein. Die muss da rein. Oh nein. Oh nein. Okay, verstanden. Verstanden. Got it. Aber das konnte man halt vorher nicht wissen. Ich glaube, das hätte man... Ah, das habe ich jetzt in dem Moment auch echt nicht gesehen. Also in dem Moment, wo es drauf ankam. Jetzt weiß ich's. Jetzt mache ich den Fehler nicht mehr. Aber in dem Moment selbst... Ach, zu langsam. In dem Moment selbst war mir das nicht deutlich klar. Oh, schade. Aber gut, ist okay. Ist alles noch im Rahmen der Machbarkeit aus meiner Sicht. Ja, das war wieder zu weit. Ich hab's gespürt. Aber es ist alles noch im Rahmen der Machbarkeit. So. Okay. Nein! Wieso bin ich denn jetzt nicht weitergekommen?
Ich mach Quatsch. Ich mach Quatsch, den ich nicht machen möchte. Das ist doof. Das ist zu weit. Jetzt muss ich da ein bisschen später ran. Ja, und jetzt war es doch nicht zu weit. Die Regulierung war zu stark. Es hätte funktioniert. Ach komm. Lass mich da durch. Lass mich da durch. Wir sind so weit jetzt da unten, theoretisch. Ich will weiterkommen. Lass mich da. Lass mich da durch. Das ist wieder jetzt... Muss ich ein bisschen regulieren. Ja, nice. Hei, 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 hei. So, jetzt aber unten kein Quatsch mehr machen. Das ist... Es ist doch nur ein Sprung, der ungefähr ein bisschen doof... Nein! Es ist doch nur ein Sprung, der ein bisschen doof ist. Komm schon, ich will nicht nur dieses Level in dem Video haben. Ich wollte die anderen auch zumindest mir angucken können. Los geht's jetzt. Auf. Hopp, 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 hopp. Go, go, go. So. Und hopp. So. Und hopp. Und hopp. Und rüber. Okay, wir kommen. Es hat nicht gereicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir kommen eins weiter heute. Also jetzt, aber... Dem war noch nicht so, weil ich ihn leider nicht bis dahin an die Säge werfen darf. Er muss direkt in die Lücke rein. Das heißt, ich muss ihn wirklich sofort beim Sprung loslassen. Lass mich da durch. Ich muss den sofort beim Sprung loslassen. Ist okay. Ist okay! Oh Gott, jetzt wäre ich wieder hängen geblieben. Habt ihr das gemerkt? Weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Ich habe es gespürt, aber es hat funktioniert dann doch noch. Hey! So. Okay. Hopp! Und hopp! Hopp! Yes! Yes! Und jetzt? Keine Ahnung. Da geht's direkt weiter. Oh mein Gott, was muss ich tun? Oh nö, ich dachte, ich kriege jetzt mal wieder einen Checkpoint. Warum ist er denn hier so Checkpoint-freundlich und dann ist es vorbei mit Checkpoint? Ah. Was muss ich denn da unten alles machen? Oh, das war knapp. Oh, es muss reichen, es muss reichen. Yes. Okay, ich muss mich also vorne hinstellen und dann da durchsegeln. Na, ich muss noch weiter vor. Ich muss noch weiter vor. Aber wo drücke ich dann? Oh Gott, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Da kommen dann die zwei On-Offs. Ich nehme an, ich muss den einen sofort drücken. Aber ich weiß es nicht sicher. Ah, dass man das jetzt noch nicht sehen konnte, ist blöd. Okay. So. Nein! Ah! Ärgerlich. So. Wow.
Warum? Warum treffe ich den denn nicht? Jetzt habe ich zum zweiten Mal verfehlt. Zum zweiten Mal habe ich verfehlt. Da wäre ich wieder hängen geblieben. Okay, Moment, ich muss mich kurz hier kratzen. So. Nein! Ach, komm schon. Ist doch nicht mein Ernst. Yes. So, ganz weit nach vorne. Und dann... Okay, ich habe mehrere Dinge gesehen. Ich muss auf den Swamp. Der Swamp bringt mich nach oben. Da gehe ich auf die Plattform, löse den blauen auf, dann fährt er mich nach vorne, dann kann ich mit den Schlüssel angeln. Eieieiei. Okay, wir sind theoretisch ein Ticken weiter. Ich habe gesehen, wie es geht. Ich muss es aber umgesetzt bekommen. Den Swamp werde ich jetzt ein paar Mal verfehlen und erstmal nicht mehr hinkommen vor allem. Aber wir sind theoretisch weiter. Nein, das war... Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich verhau den wieder. Okay. Ich darf den nicht drücken, oder? Moment. Ah, verdammt. Jetzt hat der Swamp das Ding wieder ausgelöst. Stimmt. Der Swamp löst das Ding wieder aus. Was mache ich dann? Kann ich da erstmal drauf und Pause machen und dann löst er den einfach ein zweites Mal für mich aus? Das müsste gehen. Das müsste funktionieren. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Nur ein bisschen. Aber ich glaube, das müsste gehen. Nein! Oh, yes. Dachte, ich habe bestimmt wieder verhauen. Zum Glück hat man hier genug Zeit, um dahin zu gehen. Ah ja, okay. Alles klar. Und da ist die Schlüssel. Okay, und dann ist das viel angenehmer, als ich dachte. Sehr gut, dann ist das viel angenehmer, als ich dachte. Uiuiuiuiui. Gut. Das ist in Ordnung. Ich muss nur wieder hinkommen. Und dann kann ich da erstmal chillen. Ach Gott. Dann hoffe ich nur, dass nach der Schlüsseltür auch finito ist. Oder zumindest ein Checkpoint kommt. Uiuiuiuiui. Nein! Mama! Also da ist eigentlich genug Zeit, selbst wenn man struggelt. Das geht okay. Nice. So, eigentlich sollte das jetzt funktionieren. Ich habe genug Zeit, um mich da zu positionieren, um mich da drauf zu stellen. Ne? Ich kann hier chillen.
Ich muss halt bedenken, dass wenn ich den dagegen schieße, wenn der rot wird, ich möchte das fast am liebsten ein bisschen anders angehen. Und ich glaube, das könnte funktionieren, was ich gerade überlege. Probier mal was. Nice. So, und jetzt kann ich das nämlich hier in Ruhe machen. Versteht ihr? Da was raus? Ich habe ein bisschen Angst gerade. Okay, da kommt erstmal nichts raus. Oh Gott, Checkpoint, okay. Okay, 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 okay. Es ist ein Checkpoint. Das ist besser als nichts. Ich krieg einen Yoshi, okay. Das heißt, das Level ist noch nicht zu Ende, aber wir haben eine Stufe weiter geschafft. So, hier muss ich von Yoshi abspringen. Anscheinend. Oh. Upsi. Upsi. Oh, aber anscheinend brauche ich... Ist das so ein Level, wo man Yoshi weiterverwendet? Ich glaube, ja. Aber es wirkt doch irgendwie, als ob man da runter könnte. Nein, okay, das hat nur so ausgesehen. War ein Test. War ein Test. Eieieiei. Okay. Let's go. Also dann, ich taste mich jetzt erstmal vorsichtig wieder voran. So, ich will mir das erstmal in Ruhe angucken. Weil potenziell brauche ich die Plattform da nicht. Potenziell könnte ich es schaffen, mich hier hinzustellen. Ah. Ich will das mal austesten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es mir damit am Ende sogar schwerer mache, als es ist. Vielleicht ist es mit der Plattform ja echt einfacher. Aber anscheinend soll Yoshi hier runterlaufen, ne? Ich sehe das schon richtig. Yoshi soll da runterlaufen. Wird dann da entlang geschlagen. Moment, ich kann ja auch einfach den hier machen. Jetzt habe ich ja die gleiche Situation. Hä? Oh. Blöd kann man auch sein. Aber jetzt habe ich die gleiche... Dann ist das ja erstmal okay. Dann bekomme ich da so einen Hut. Muss ich... Ich werde Yoshi da einfach direkt wieder abgeben. Weil, warum nicht? Ah, Mist. Das ist nicht, wie ich wollte. Aber jetzt ist Yoshi natürlich weg. Nur jetzt soll ich hier Yoshi wahrscheinlich wieder fangen. Da unten. Ja, ich verstehe das, glaube ich, schon. Aber das kann ich an, das kann ich mir einfacher machen. Das kann ich mir einfacher machen. Wenn es so geht, wie ich es verstanden habe. Und wenn das Ergebnis, was da hinten erzeugt wird, das ist, was ich brauche. Nämlich, dass ich einfach da hinten mit Yoshi bin. Wenn das das Einzige ist, was ich brauche, dann geht das auch so. So, jetzt muss ich halt noch abspringen. Das wäre hilfreich. Und hier kann ich jetzt ja den aufsetzen und einen mitnehmen, potenziell. Also. Oh, Junge. Die Frage ist halt, wo, was will ich am Ende, was will ich am Ende? Ich gehe jetzt erstmal so hoch. Ah, okay. Also ich will den Pow auslösen, dass der Mancher da sich verzieht. Ich will den dann off auslösen. Na gut, das ist ja alles in Ordnung hier. So. Den Mancha haben wir schon gesehen. Der müsste eigentlich sterben, wenn ich den da rüben, nach rüben schicke, ne? Nice. So. Jetzt habe ich sogar noch einen Hit übrig. Okay, hier kann ich mich einfach fallen lassen. Ich habe halt keine Ahnung,
Yesh! Yesh! Yes! 20 Minuten, Mensch! Geht doch! Sehr schön. So, jetzt kann ich gleich mal gucken, der Herr Infecto, ob das die anderen Level auch von ihm sind, die er mir da geschickt hat. Er hat mir noch geschickt 9SN, kalt, kalt, kalt. Das ist das hier. Das ist hier Frio, 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 kalt, kalt, kalt. Genau, 9SN fängt das an. Dann hat er mir geschickt, genau, Winter has come. CY1, PJ3, ja, genau. Und dann hat er mir noch geschickt, speichern Sie Yoshi 6TL, 6ST. Das da, Save Yoshi. Okay. Gebaut hat er noch viel mehr. Aber... oh, das scheint sogar einfach zu sein. Machen wir das noch schnell. Oh, Kettenhunde besiegen, okay. Kriege ich hier den einen Pilz? Nein, dann will ich das gar nicht haben. So, wie besiege ich denn den Kettenhund in Bross? Ich muss ja dann irgendwie den Koopa haben oder sowas. Sonst kann ich keinen Kettenhund besiegen. Da ist mein Kettenhund. Oder ein Stern. Aber ich hab... oh, hi! Der ist ein bisschen versteckt gewesen, aber man... ja gut, man kann ihn schon finden. Das ist ein Leben, das interessiert mich nicht. So. Ja, aber da ist mein... wie besiege ich den denn da? Okay, hier komme ich zwar... oh mein Gott! Ja, moin. Also ich müsste irgendwie ne Dings zu ihm bringen, ne Shell. Oder halt, ich krieg einen Stern von irgendwo her. Ich glaube eher, ich krieg einen Stern von irgendwo her. Das könnte ich mir gerade am ehesten einfach vorstellen. Oder da oben ist ein Stern drin. Kann ich das aus... ich komm halt nicht ran. Oh, oh, wait, da ist auch nochmal ein Pilz. Okay. Alles nützt mir nichts, weil so alleine komme ich da nicht hin. Ah, wenn ich den Pilz habe, kann ich die Blöcke hier auslösen. Vielleicht ist da wirklich... okay, wir holen uns mal den Pilz da. Wir holen uns mal den Pilz da unten. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Ah, Mist. Ich bin bei 33... ja, moin. Ich bin bei 33, okay. Aber ist okay, noch bin ich bei gutem Internet und kann schnell hochladen. Lul. So. Also wir checken uns mal den Pilz hier ab. So. So, jetzt kriegen wir den Pilz. Und dann kann ich die Blöcke hier mal auslösen. Ich habe meinen Stern gefunden. Ah. Okay. Indem ich die Blöcke aus... oh mein Gott. Dass ich das vorher nicht getroffen habe, als ich den Pilz noch nicht hatte, ist auch wieder ein Witz, ne? Ja, das ist ein Joke. Das ist ein einziger Joke. Eieiei. Okay. Ah. Na, wirst du wohl. So, Zielbedingung haben wir. Ab durch die Mitte. Jetzt muss ich ja nur noch zu einem Ziel kommen. Hier war irgendwo, wo war hier? Hier war der Pilz. Nein, ah, da war der Pilz, genau in der Mitte. Bei dieser Münze da.
Also die sind schon gekennzeichnet irgendwo, die Blöcke. Ich finde jetzt nicht so komplett unfair, falls das jemand behaupten wollen würde. Ich könnte es nachvollziehen, aber ich finde es okay. Nice, nice, genau das wollte ich. Perfekt. Jetzt haben wir sogar noch den Hit übrig. Jetzt hoffe ich, der Rest ist fair. Ja, alles gut, wir haben Zeit. So viel kann das jetzt nicht mehr sein. Nice. Das sieht mir hier ziemlich nach Ende aus. Ich habe nur ein bisschen Angst vor versteckten Blöcken noch. Gerade bei den Sprüngen. Und jetzt weiß ich halt nicht. Ich mache einfach mal einen weiten. Oh, Junge. Wait, da ist das Ziel. Da ist die Fahne. Okay, wir haben's. Wir haben genug Zeit. Ich muss mich nicht hetzen. Alles gut. Alles... Ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Sehr schön. Uiuiuiui. Bisschen kritisch mit den versteckten Blöcken, aber eigentlich noch im fairen Bereich, weil ich hatte jetzt nicht wirklich Probleme und ich habe es ja gespielt wie jemand, der das nicht kennt. Entsprechend. Ich hatte jetzt nicht so Ärger damit. Finde ich okay. Ich weiß halt nicht, welches davon wir uns noch anschauen sollen. Wir werden mal im nächsten Part ein paar davon gucken, aber mal schauen. Danke fürs Zuschauen jedenfalls. Und tschüss.